So, für diesen Essig, ich habe jetzt leider hier nur Weinessig, also Weißweinessig. Allerdings ist dieses Rezept auch mit Bieressig angegeben. Also Weinessig und Bieressig sind so die authentischen Sachen von damals. Deswegen habe ich jetzt auf Weinessig. Ich möchte es irgendwann nochmal gerne mit Bieressig probieren. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz spannende Geschichte. Aber jetzt nehmen wir erstmal mit Weinessig. Na? Und zwar, was kommt da jetzt rein? Wir müssen ja irgendwie die Gewürze da reinbringen. So ein Stückchen Ingwer. Schneiden wir einfach nur in kleine Stücke. Einfach solche kleinen Scheiben, das reicht. Also solche hier. Ach, frischer Ingwergeruch, das ist wunderbar. Ihr könnt auch getrockneten Ingwer nehmen, allerdings hatte ich jetzt keinen da. Den müsste man wahrscheinlich auch selbst trocknen, denn ja, die gekauften sind alle mit Zucker. Also soweit ich weiß, ich habe noch keinen gesehen, der nicht mit Zucker ist. Und das will ich jetzt hier nicht mit rein haben. So, die ersten Sachen schwimmen drin. Jetzt kommen 20 Körner Pfeffer mit hinein. Im Rezept stehen jetzt 40 Paradieskörner. Allerdings, diese Paradieskörner habe ich jetzt nicht gefunden, beziehungsweise nicht bei Hand gehabt. Ich hätte sie bestellen können, ja, aber hätte mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu lange gedauert, weil das muss insgesamt nur 4 Wochen dann stillstehen. Es gibt aber eine Möglichkeit, einen Ersatz dafür zu machen, vom Würzen her, und zwar mit schwarzem Pfeffer, mit schwarzen Pfefferkörnern und Kardamom. Das gebe ich jetzt hier zusammen mit rein. Damit man an einen etwas ähnlichen Geschmack kommen. Ja. Wenn man natürlich Paradieskörner hat, kann man die natürlich nehmen. Das ist wunderbar. So ist sie dann auch im Rezept drin. Aber leider habe ich die jetzt hier so nicht gefunden. Des Weiteren kommt noch ein halber Teelöffel Bertramwurzel mit rein. Ganz ein bisschen umrühren. So, das Ganze wird jetzt gut verschlossen und für insgesamt 4 Wochen an einen, ja, nicht allzu heißen, dunklen Ort gestellt. Und dann schauen wir, was in 4 Wochen bei rauskommt. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und zwar, es hat ein bisschen länger gedauert, ihr wisst, oder ihr merkt es vielleicht, ich bin in meinem Garten. Das heißt, es ist einige Zeit vergangen, länger als der eigentlich hätte stehen müssen. Aber ich denke mal, dadurch, dass hier noch die ganzen Gewürze drin sind, schadet das nicht. Aber der ist mir noch ein bisschen zu dreckig. Und ja, das muss ich natürlich jetzt irgendwie ein bisschen sauber kriegen. Ich hoffe, es funktioniert mit meinem Abseiltuch. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme das auch. Reicht das, wenn ich so Bett nehme? Doppelt hält besser, ne? Gut. Also umfüllen. Naja. Ist ein bisschen zu feinmaschig dafür, aber zumindest die ganzen anderen Inhaltsstoffe kriege ich jetzt hier raus. Wenn Sie wollen. Hat diesmal nicht so gut funktioniert wie beim Garum, aber okay, sehr essig, das halte ich logischerweise sehr essig. Aber mal probieren, wie das Aroma ist. Riecht halt fruchtig, essigmäßig, ja. Viel hat man da jetzt natürlich nicht von.
hat ein sehr, sehr interessantes Aroma. Kann ich mir auch direkt eigentlich, das kann man sich, also das kann ich mir echt perfekt als, als Salat vorstellen. Vom Geschmack her geht es schon in die Richtung ähnlich wie Balsamico, würde ich sagen, vom Geschmack her. Also, das kann ich mir richtig gut vorstellen zu Salat, echt. Oder Kartoffelprodukte in der heutigen Zeit. In Irland zum Beispiel hatten wir ja viel auch Pommes mit Essig gegessen. Können wir vorstellen, das ist auch eine geile Variante. Ja, definitiv ein sehr geiler Essig und ich finde jetzt auch die Schwebstoffe gut. Ich könnte versuchen, sie halt mit einem feineren Tuch noch mal rauszukriegen, aber sie setzen sich natürlich auch ab, das heißt, dann könnte ich es abpumpen. Ja, aber so an sich finde ich das gar nicht schlecht, gefällt mir ziemlich gut und ja, ich kann auf jeden Fall nur sagen, Leute, ihr könnt es gut nachmachen, weil es ist einfach gemacht. Ne? Ihr braucht nicht viel. Die Zutaten sind relativ schnell zusammengemischt. Und demzufolge, ja, ist eigentlich super. Und der Rest ist nur Wartezeit. Ne? Man macht die Sachen da rein und man hat dann einen ziemlich geilen Essig. Ja, also finde ich gut. Von daher historischer Essig, gerne ausprobieren. Ist auf jeden Fall... Ja, ist auch geil für Mittelaltermärkte oder sowas. Ne? Man hat etwas Historisches bei Hand. Und klar, für die Mittelalter-Szene ist es halt natürlich ein bisschen, ein Ticken zu modern. Aber ich finde es immer noch besser, als wenn man jetzt handelsüblichen, also normalen Essig da stehen hat. Daher, vielen Dank fürs Zuschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Schlemmergermann. Ciao.